Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 3. Ich würde sagen, wir steigen heute die Nautilus. Ja, und fliegen mit der hierhin in diesen Stadtteil. Und erkunden jetzt hier diesen Turm. Ich habe keine Ahnung. Da war die andere Stadtteil. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich genau für ein Turm ist. Deswegen bin ich mal gespannt, was es dort gibt. Ob es da spannende Truhen gibt oder sowas. Aber dass die Monster nicht aus dem Turm rausrennen, das ist sehr verwunderlich irgendwie. Ich meine, wenn du so ein Monster wärst und die Chance hättest, da irgendwie die Menschen zu töten, dann würdest du das doch bestimmt machen. Sehr, sehr mysteriös irgendwie. Tja. So, diese komischen fliegenden, ich nenne es mal Büffel, sind die Kat Plebos aus dem Spiel. Deswegen könnt ihr auch versteinern. Das ist super. Ist mir schon mal passiert draußen. Ja, ein paar Mal. Ich glaube, es habe ich sogar reingeschnitten, oder? Kann das sein? Egal. Was ist hier? Haben wir hier Statuen. Jetzt ist die Frage, wie hoch der Turm ist und ob es hier irgendwas gibt. Aber der Turm erinnert mich an die Türme aus Schloss Sasune. Da gab es ja links und rechts zwei Türme. Der Unterschied ist, dass die, glaube ich, von Monstern befreit waren, wenn man da reingegangen ist, als ein Schloss Sasune gerettet war, quasi. Tja, egal. Ich bin gespannt, was es, wie gesagt, hier gibt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es ziemlich cooles, vielleicht überhaupt nichts. Das wäre ja ungut, aber egal. Würde ich so hinnehmen. Ich kann das Training hier. Oder kann fast nicht. Ich bilde mir irgendwas ein. Ich kann das Training hier ziemlich gut gebrauchen. Beziehungsweise nicht das Training, sondern das Geld. Und ich habe keinen Schluck auf, tut mir leid. So. Was bist du eigentlich für ein komisches Viech? Du bist so voll strange. Ich glaube, im Spiel gibt es noch ein Luftschiff. Wir haben jetzt hier die Nautilus und dann gibt es, glaube ich, noch... Ja, auf der Treppe natürlich. Dann gibt es, glaube ich, noch ein Luftschiff, die Invincible. Ob es noch mehr gibt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es noch die Invincible gibt. Habe ich mal zufällig gelesen. Ich lese gerne Artikel im Final Fantasy Wiki und da stand es halt drin. Ja. Einfach so ein Artikel. Und das habe ich halt beim Luftschiff-Artikel gelesen, dass es die verschiedensten Final Fantasy 3 gibt. Wie halt anfangs die Enterprise, das halt die Nautilus und dann noch die Invincible. Es gibt ja in ein paar Final Fantasies verschiedene Luftschiffe. So. In Final Fantasy 7 zum Beispiel, man kann es nicht wirklich als Luftschiff bezeichnen, aber da gibt es ja dieses kleine Flugzeug. Von dem ich keinen Namen vergessen habe und auch noch am Ende die Highwind. Ja. Wie hieß das Flugzeug nochmal? Irgendwas mit T, oder? Ich weiß nicht mehr. Egal. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Hättest du nicht den anderen angreifen können, ich glaube kaum, dass... Oder kriegt ein Neff den Tod? Ich hoffe es einfach mal. Nein. Ich weiß nicht, ob die Kombination aus... Stab und Schwert so gut ist, aber das halt viel Schaden macht irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kommt nämlich auch darauf an, ob man halt Stab und Schwert benutzt oder Schwert und Schwert. Weil er hat halt Lunef bei mir voll wenig Hits gemacht. Sind wir jetzt oben? Oh! Sehr schön. Drachenpanzer. Drachenhelm. Blitzspeer. Phönixfeder noch eine, super. Aber man ist eh Engel, deswegen bringt das nichts mehr. Drachenpanzer. Sonst noch was hier? Nö. Und auf der anderen Seite. Angriffsvorteil. Sehr schön. Wir kriegen doch gerade nur irgendwie diese Monster hier: den Wurm und den fliegenden Büffel. Was auch immer das ist. Hoffentlich kriegen wir
Ah, da hast du zweimal daneben getroffen. Hoffentlich kriegen wir schön viele. Sieh mal, wie wenig Schaden er macht. Hoffentlich kriegen wir schön viele EP und Gil und sowas davon. Von diesem Leveling hier. Das kann ich mich gut gebrauchen. Ich muss mir noch so viel Stuff hier kaufen in dieser Stadt. Ja, noch mehr Gegner, genau. Und da, ich habe gerade gesagt, wir kriegen auch gerade die gleichen Gegner, oder? Und da sind dann schon die nächsten. Sehr schön. Schneesturm. Das kleine Vier könnte jetzt schon besiegt sein dadurch. Ja. Und jetzt stirb. Dankeschön. Ach ja, wundervoll. Die bringen auch ganz in Ordnung EP, finde ich. Das ist alles toll. Drachenhelm. Drachenpanzer. Haben wir alles tausendmal schon. Phönixfeder. Drachenhelm. Ich hätte hier vorher reingehen sollen, bevor ich gegen den Boss gekämpft habe. Weil es hier so viel coolen Stuff gibt. Einfach diese ganzen. Ich will mal gucken, ob ich noch irgendwas Neues jetzt bekomme, was stärker ist. Die ganzen Phönixfeder, die hätte ich sowas von für den Boss gebraucht, weil der einen umgebracht hat, deswegen. So, haben wir hier was bekommen vielleicht? Was Drachenmäßiges? Nö. Ist was für dich dabei vielleicht? Was Neues? Nö. And for you. Nö. Gut. Ach, eventuell lag es daran, dass Lunef noch geschwächt war durch diesen Pfeil nach unten. Also durch den Berufswechsel. Dass er so wenig Schaden gemacht hat. Eventuell. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Dann würde ich gerne sehen, wie viel Schaden jetzt macht. Könnt ihr das bitte so einrichten, Leute, dass Lunef vorher angreifen kann? Komm, Lunef, greif an. Nicht. Oh. Und der bringt das 100 pro um. Ja, wusste ich. Egal. Übrigens bin ich mir nicht sicher, ob ich den Superboss in diesem Spiel besiegen möchte. Den Eisengolem, Eisengigant oder sowas, keine Ahnung. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich den besiegen möchte. Ich könnte auch einfach Teleport einsetzen, oder? Ja. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den besiegen möchte, glaube ich. Aber da war ich mir nicht im Klaren darüber, wie stark der eigentlich ist. Ich meine, der hat 4 Angriffe pro Runde. 4 Angriffe. Unglaublich hohen Angriff. Und all sowas. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich den wirklich besiegen will und besiegen kann. Das ist so momentan das Ding. Deswegen nehmt es mir nicht übel. Eventuell probieren wir den einmal, zweimal. Und wenn es nichts wird, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, ob ich den besiegen möchte. Ich weiß halt nicht, ob ich mich so krank hochleveln möchte. Und allein deswegen will ich auch nicht das. Oh, ich bin dumm. Ich wollte auch in die Bibliothek, stimmt. Und allein deswegen will ich auch nicht das ganze Monsterbuch füllen, weil es in den Dungeon, wo der vorkommt, auch unglaublich krass starke Monster gibt. Ist hier eventuell noch irgendwas oder so? Wirklich richtig krass starke Monster, die man nicht nachts auf der Straße begegnen möchte. Die teils stärker sind als alle Bosse im Spiel. So. Finden wir jetzt hier vielleicht auch mal Spannendes in der Bibliothek. Liegt vielleicht was rum. Aha. Buch des Owen 1. Nach vielen Jahren ist er fertiggestellt. Ein Instrument, das es uns ermöglichen wird, Objekte von unglaublicher Größe und Masse zu heben und zu kontrollieren. Wenn sich meine Berechnungen als richtig erweisen, könnten wir sogar den Planeten kontrollieren, auf dem wir leben. Also, kann man jetzt hier die Bücher nicht lesen, nicht markiert sind oder was, okay. Das ist spannend. Der Turm des Owen oder was? Buch des Owen 3, ich werde es 2 lesen. Das war das 1 hier gerade, deswegen werde ich es 2 lesen. Zurzeit arbeite ich an Kryostase, dem Einfrieren von Objekten zu ihrer Erhaltung. Poetisch ausgedrückt ist ein Objekt in Kryostase, unabhängig vom Fluss der Zeit. Dies sollte theoretisch auch auf Lebewesen zutreffen. Okay. Buch Sauron 3, alles ist vorbereitet. Ich werde Saronian nun verlassen und zur Forschungsstätte reisen. Ich werde meinen Sohn Dash mitnehmen. Er ist bereits ein begabter Wissenschaftler. Okay.
Altes Buch Teil 2. Nein, 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 nein. Altes Buch Teil 1. Die vier riesigen Statuen brennen jeden nieder, der sich ihren Weg wagt. Die vier Zähne in unserem Sitz sind das, was uns eine sichere Durchfahrt gewährt. Zähne haben wir nicht auch mal. Moment. Erstmal kommen wir in Ordnung. Genau, den Zahn, was an den Zahn des Windes? Die vier Zähne. Da fehlen uns noch zwei, scheinbar. Okay. Alles Portal 2. Die Wind, Feuer, Wasser und Erdkristalle halten Licht und Dunkelheit im Gleichgewicht. Ja, momentan nicht, da gibt es ja Probleme. Wow, das war ein spannendes Buch. Sehr, sehr groß. Haben wir die Kraft des Lichtes missbraucht? So viel Licht fließt überall. Wir können es nicht aufhalten, das ist das Ende. Die vier Krieger, die aus der Welt der Dunkelheit kamen, haben das wütende Licht gestoppt. Wer sind sie? Woher haben sie ihre Kräfte? Wir wissen nur, dass ihre Tapferkeit die Welt vor der Zerstörung bewahrt hat. Das habe ich auch mal gelesen. Das sind, glaube ich, die Krieger der Dunkelheit. Luftschiffe für Liebhaber. Unsere Redaktion wählt die drei großartigsten und spektakulärsten Luftschiffe des Jahres. Erster Platz die trauernde Nautilus. Platz 2 die kolossale Invincible. Platz 3 die unbezwingbare Enterprise. Aber Enterprise war auch ursprünglich gar kein Luftschiff. Luftschiffe Liebhaber. Egal. Die Theorie des ewigen Motors. Seine praktische Basis hat das Rad der Zeit im temporären Gleichgewicht von Antimaterie. Aha. Hier ist nichts und hier noch was. Die Kunst der Dunkelklinge. Die Berge westlich von Saronia bergen das Geheimnis der Kunst der Dunkelklinge. Okay. Alles sehr spannend. Nicht. Doch, also irgendwie schon. Wir haben auch noch was über die Hintergrundstory von Dash erfahren, das scheinbar, irgendwie Dash auch ein Wissenschaftler war, scheinbar, keine Ahnung, oder sein Vater und er deswegen auch Wissenschaftler war, ich weiß, egal. So, also das hier ist noch ein Magieladen. Hilfe, wie viel Magie wollt ihr mich vollpumpen? Teleport und Plintner. Ich habe genug Dings, deswegen brauche ich Plintner nicht. Also hier brauche ich schon mal nichts. So. Gibt's noch mal Spannendes in der Stadt? Wer bist du denn? Ich bin ein Schmied und reise durch die Welt, um ein legendäres Metall zu finden. Der Meisterschmied ist das wahrscheinlich. Hallo! Hallo Meisterschmied, bist du das? Ich hoff's doch. Ich hoffe es doch. Dann wissen wir jetzt auch, wo der zu finden ist. Dann können wir... Also das erste, was wir jetzt einmal ganz schnell machen... Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf die Karte zugreifen. Das erste, was wir jetzt machen, ist zum schwebenden Kontinent fliegen, um zu Sarah zu gehen. Was ist denn hier los? Das ist scheinbar Sumpf, egal. Um zu Sarah zu gehen, wegen ihrer Kette und all sowas. Ich gehe mal auf Menü, ich höre die Karte haben. Und dem Geschenk hast du mal wieder angemerkt wird und all sowas. So, da ist er. So. Das muss in der Richtung sein, oder? Ja, da oben. Wir können mal zu Sid gehen, ob der irgendwas zu sagen hat. Zum Beispiel zu Nautilus. Können wir gleich mal machen. Könnte ganz spannend sein. So. War die hier in diesem Turm? War die überhaupt in so einem Turm? Oder war die auch im Schloss? Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, hi. Hast du immer was zu sagen, wenn ich mit Ingus vorgehe? Nö. Sarah sorgt sich um euch. Kehrt nach eurer Reise mit einem Lächeln auf den Lippen wieder zurück. Okay, das wundert mich, weil ich weiß nicht, wie er dann von Sarah den nächsten Brief bekommen. Also was. Und den brauchen wir ja. Für
Die Nebenquests, nein, sowas. Ich dachte, eventuell kriegen wir den so, wenn wir mal zu hingehen. Weil der Mox sagt ja auch immer irgendwas mit einem Geschenk. Und so, deswegen. Egal. Dann gehen wir jetzt mal zu Sid. Und wenn der nichts zu sagen hat, dann gehen wir wieder zurück auf die richtige Weltkarte quasi. Und erkunden dort so ein bisschen die ganze Welt. Es gibt noch viele Städte und all sowas. Und hier ist übrigens der Berg, wo ihr von bestimmten Vögeln in Phönixfedern klauen könnt. So. Wir können mal hier zum Mock gehen. Vielleicht hat er jetzt etwas Neues. Kann er sein. Okay, du schon mal nicht. Dann mit Ark. Eventuell jetzt so aus Saronia raus. Hat er vielleicht was Spannendes irgendwie? Nö. Dann als nächstes Refia. Okay, von der hat mir gerade schon was, deswegen wohl eher nicht. Mit Ingus. Hast du was Neues? Nö. Gut. So viel dazu. Wundervoll. Dann gehen wir jetzt zu dem guten Sid hin. Nochmal irgendwo hier hinten. Hallo Sid, wie geht's? Ich weiß nicht, was mit unserer Welt passiert ist, nachdem die Dunkelheit kam. Ich würde so es gerne wissen. Aha, okay. Er sagt auch nichts Neues. Alles klar. Ich dachte, wenn du sagst, irgendwie jetzt, oh, ihr seid zurück und wie geht's der Welt und bla bla, aber nö. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt wieder runter vom schwebenden Kontinent, würde ich sagen. Und erkunden die untere Welt so ein bisschen jetzt hier. So. Wo fangen wir an? Ich glaube, der Kontinent, den wir jetzt treffen würden, wenn wir einfach so geradeaus fliegen würden, der ist der, wo wir jetzt hin sollen, der von dem Wind blockiert wird. Ich kann mal gucken. So. Das war der hier, glaube ich, oder? Hier war immer irgendwas mit Wind oder so. Damals, als wir hier die Enterprise hatten. Dann fliegen wir jetzt mal in diese Richtung. Da ist noch ein Dorf. Wie soll man es erreichen? Ich glaube, mit dem Luftschiff, was tauchen kann. Das wird es auch noch geben. Denke ich mal. So, hier war Schloss Goldor. Ich habe gerade auf der Karte eine Insel gesehen. Wo ist denn die? Ich will zu der hinfliegen. Was gibt's hier Spannendes? Scheinbar nichts. Wow. Ich kann mal landen und gucken, ob hier irgendwelche besonderen Monster auftreten oder sowas. Ich speichere vorher, aber lieber, bevor die mich irgendwie umbringen oder so. So. Wow, 13 Stunden, krass. Und? Nö, das ist ein ganz normaler Monster hier. Wieso existiert diese Insel? Es ist überhaupt... Es macht keinen Sinn. Wieso existiert diese Insel? Es ist... strange. Egal. Jetzt werden wir eventuell sehen, wie viel Schaden Runef macht. Eventuell. Ganz, ganz eventuell. Ja, definitiv. Und machst du jetzt mehr, wo du dran gewöhnt bist an den Beruf? Ja, mach definitiv mehr, aber auch nicht so viel gewöhnt wie gewünscht. Egal, ich lasse es jetzt einfach alles so. Bitte bring nicht Refia um. Komischer Schleim. Okay, er ist schon tot. Ah, scheinbar ist die Insel einfach da, weil sie da ist. Mhm. Gut. Dann, Refia, Vita, auf dich selbst, ein paar Mal, okay. Was machen wir jetzt? Wir erkunden jetzt ein bisschen die Oberwelt auf jeden Fall. Wir gucken uns mal jetzt hier überall um. So, hier ist auf jeden Fall viel nichts. Was ist hier? Ah, hier war auch damals... Genau, hier war damals der Tempel, wo wir Aria getroffen haben. Aria. Ja.
Beziehungsweise nicht, wo wir Arya getroffen haben, sondern wo wir Arya hingebracht haben. Hier ist eine riesige Wüste. Was ist hier? Das ist alles verschlossen. Scheinbar. Hilfe, wir können in der Luft angegriffen werden. What the hell? Das ist aber nicht üblich auf Final Fantasy. Ich meine, das ist auch noch nie passiert, dass wir in der Luft angegriffen wurden. Sind die Gegner neu? Normalerweise ist man doch auf dem Luftschiff sicher, oder nicht? Zumindest war es so in Final Fantasy 1 und 2 auch. Und in 7 ist man sogar, also in 7 und 8, 9 und so, ist man sogar auf einem ganz normalen Schiff sicher. Was ist denn hier für ein Teich? Sieht ein bisschen strange aus, finde ich irgendwie. Was ist hier? Aha, da kommen wir scheinbar noch nicht durch. Gut zu wissen. Aha, okay. Was haben wir sonst noch hier? Hier ist alles von Felsen versperrt. Ob man auch immer mit einem späteren Luftschiff drüber fliegen können oder so. Ich denke mal nicht. Aha. Okay. Ein sehr felsiger Kontinent. Da kommen wir scheinbar noch alle noch rein in den Kontinent quasi. Da ist natürlich dieser Weg in den Statuen. Eventuell ist da noch irgendwas. Da muss ja irgendwann irgendwas sein. Genau wie hier, da wird auch noch irgendwann irgendwas sein. Kann es sein, dass nur an diesem Spot hier Gegner kommen? Vielleicht beschützen die quasi hier diesen Pfad, deswegen können wir da nicht rein. Oder wir sollen an diesem Platz noch gar nicht hin, deswegen schützen den quasi gerade oder sowas. Kann er sein. Ich habe Angst vor dir. Kannst du sie bitte töten? Dankeschön, Refia. Das hast du gut gemacht. Hey, hier, warte. Ich kann mal probieren, nochmal jetzt hinzufliegen. Nö. Oder? Okay, vielleicht nur manchmal. Egal. So. Dann haben wir den Kontinent abgehakt. Hier gibt es erstmal nichts weiter. Der unten, da müssen wir später hin. Ja, dann kommt jetzt unser Kontinent mit Sasuna, würde ich sagen. Mit Saronia. Den wir erkunden müssen. So, aber hier. Wir sind drüber geflogen. War ja noch eine Stadt. Die haben wir auch schon mal angeguckt, aber ist hier noch irgendwas Wichtiges drin oder so? Müssen wir in Booster noch irgendwas kaufen in den Läden? Hier hätten wir uns die Geierweste kaufen können. Ist mir alles nicht aufgefallen, dass das voll stark für Ingos ist? Bin ich eigentlich dumm oder so? Den könnten wir jetzt theoretisch für Refi an Ingos kaufen. Und den ja auch für Refi an Ingos. Wir kaufen erstmal den, weil wir den gerade kaufen können. So. Das ist richtig wichtig, dass Refi an Ingos höhere Verteidigung bekommen. Vor allem Refi ja. Ingos hat er jetzt schon viel höhere, aber halt Refi ja nicht. Hey, ich habe für den Boss gebraucht, dann wären die normalen Angriffe auf die nicht so stark gewesen. So. Und dann brauche ich jetzt von diesem Laden noch den Feder. Das schreibe ich mal auf. Ich muss mal so eine To-Do-Liste schreiben, was ich noch kaufen muss. Ich brauche einen Zettel. Der sieht gut aus. So. Also. Durst. Hieß das so, egal. Feder. Gut. So. Er kostet 6.000. So, und dann in Saronia. Wo, da schreibe ich mir einfach auf ganz viel, so dass ich einfach ganz viel Geld farmen muss und so fort. Okay, ich werde für den nächsten Part ein bisschen leveln, ein bisschen Geld farmen. Dass wir uns hier noch einiges kaufen können.
Habe ich die Rüstungslehne übersehen oder so? Aber hier gibt es auch nichts Neues mehr für Dings. Das ist es halt. Für Ingus. Nur die Diamantglocke. Das heißt, die Erdglocke hätte es hier nicht gegeben. Das ist spannend. Okay. Hast du eventuell was Neues für uns? Ich hole es dich nach. Habe ich schon in diesem Part ein paar Mal gemacht, deswegen nein. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir mit der Oberwelterkundung weitermachen werden, wo ich hoffentlich, wenn ich daran denke, ein bisschen Geld beschafft habe. Vielleicht mache ich auch was später. Und dann war es für heute. Bis dann und ciao, euer Vibro. Tschüss.